Hallo und grüß Gott aus Österreich und zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine kleine Soundmaschine für das Einschlafen. Ihr seht schon, White Noise Geräte für Kinder zum Beispiel geeignet, für Einschlafmusik, so Einschlafgeräusche. Es gibt wirklich viele Leute, die das benötigen. Ich selber hätte es gerne ruhiger, bevor es irgendwas herum Vögeln zwitschern hörst oder was auch immer. Ich würde sagen, wir packen das jetzt mal aus, schauen, was drinnen ist und los geht's. Also wir haben hier eben dieses Gerät auf der Unterseite oder besser gesagt auf die Rückseiten und so weiter. Ist jetzt wirklich nichts irgendwas Besonderes. Deswegen machen wir das Ganze auf und schauen mal, was in der Verpackung drinnen ist. Wir haben hier schon mal einen kleinen Guide, um uns das anzusehen, wie das Ganze natürlich funktioniert. Ist abgebogen das Ganze, aber das macht nichts. So, gehen wir mal das Ganze raus da. Gut, haben wir so ein kleines Päckchen wieder. Mal schauen, was hier drinnen ist. Ein langes Kabel, immer gut. Dann natürlich die Beschreibung haben wir eben hier. Also wie schon gesagt, an den Strom anschließen und gut ist. Dann haben wir natürlich noch das Allerwichtigste und zwar das Gerät. Sieht jetzt momentan aus wie billige Kinderware, ist es auch. Hochwertig sieht anders aus, aber schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Das heißt, da oben wird so auf der Touch-Gestik sein, nehme ich jetzt mal an. Dann natürlich noch für den Strom. Schauen wir mal, wie lang das Kabel ist, ob sich das wenigstens gelohnt hat, dass man es irgendwo hinpflanzen kann oder auch nicht. Na, geh auf da. So, da. Das Einzige, das ist schon wieder mal schlecht, weil es hat zwar einen USB-Stick, aber das heißt, man braucht definitiv wieder einen kleinen Adapter. Finde ich immer nachteilhaft, weil man muss sich das immer wieder kaufen, beziehungsweise von irgendwo daherzahlen. Also hier hätten wir sogar noch einen Kopfhöreranschluss und halt eben den Stromanschluss. Wir versuchen das Ganze jetzt einfach mal mit einer Powerbank Betrieb zu nehmen. Gut, es leuchtet schon, beziehungsweise es läutet schon. So, was haben wir denn da? Gut, das kann leuchten auch schon mal super. Ich drehe mal das Licht bei mir jetzt ab. Also hier sieht sie schon mal, leuchtet. Gibt es noch andere Farben? Orange, so türkis. Grün. Okay. Ein paar bunte Farben hätten wir. Lassen wir es jetzt einfach mal in irgendeiner Farbwalze. Also das klingt und sieht schon mal ganz toll aus. Jetzt genau den Einschaltknopf. Geht ganz schön laut. Das ist das lauteste jetzt. Das erinnert mich an die kleinen Babysongs. So, was gibt hier ein Gitterbett, wenn man die Babys beim Mobile herumschauen? Ui, wenn ich das in der Nacht höre, bin ich im Unglücher. Ein Meeresrauschen. Das muss man natürlich leise drehen. Oh mein Gott! Also so wie schon gesagt, Verarbeitung ist jetzt nicht gerade das Optimalste. Dreh das jetzt mal ab, weil sonst kommt der Darth Vader noch. Also von der Verpackung her, ja, geht halt Standard. Vom Gerät her nicht jetzt gute Verarbeitung, aber es geht natürlich in verschiedenen Modis. Das Einzige, was ich hier ein bisschen komisch finde, ist, man muss halt eben die Farbe einstellen und die bleibt dann. Also es wechselt jetzt nicht die Farbe. Das ist halt sehr schade. Und ja, es gibt halt eben so Babygeräusche, Urwaldgeräusche, also es gibt wirklich sehr viele Aktionen da drauf. Und der einzige Nachteil ist halt, wie schon gesagt, dass es kein Netzstecker dabei ist. Also
Das muss man halt berücksichtigen, dass man halt den Netzstecker vom Handy zum Beispiel nimmt, etc. Aber ich persönlich finde es jetzt nicht so außergewöhnlich, weil bei Spotify zum Beispiel könnte man genau das Gleiche tun am Handy und am Smartphone oder Tablet. Also für das jetzt kaufen, wäre für mich persönlich eher für Kleinkinder, weil die brauchen ja noch kein Smartphone. Aber ja, im Großen und Ganzen, es tut, was es soll. Es schaut eigentlich ziemlich, ziemlich gut aus, sagen wir es mal so. Und ja, Qualität, so lala. Das war's wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.